Ja, da steht er. Okay. Ja. So, dann holen wir uns jetzt eine Geisel noch. Steig du bei ihm rein. Oh, was ist mit ihm denn? Was ist das für ein Landsmann? Komm, wir fliegen den jetzt gerade. Ja, dann lass ihn nehmen, lass ihn nehmen. Okay. Ey, Kollege! Was geht ab? Guck mal, hey. Hast du schon mal so eine Waffe hier gesehen? Du hältst jetzt sofort deine Schnauze, Junge, du bist eine Geisel. Hast du das gehört? Bei mir gibt's nichts zu holen, ich warte auf einen Kollegen, Geisel. Alter, der Sei Power ruhig hat. Jetzt! Willst du sterben? Ah, guck mal, da komm ich schon. Komm jetzt. Jungs, Business Tower, mit. Ich werde überfallen. Ey, halt Kommt alle hin. Steig jetzt hier ein. Du steigst jetzt hier ein in die Karre, komm jetzt. Business Tower. Hände runter, einsteigen, jetzt bring ich dich um, Mann. Lauf! Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich gebe dir 3 Sekunden. 1, 2. Alter, bring den um, Mann. Ja, Mann. Ey, ich glaub. Ja, das ist jetzt bald, oder was? Ich doch. Steig jetzt hier ein, hinten einsteigen. Das machen wir ein bisschen schneller. Ey, lauf hier nicht dumm rum! Dann stirbst du, Mann. Steig ein jetzt! Ey, bringt ihn um, Mann. Steigt ein. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Fuck, Alter. Fahrt, Jungs, fahrt. Scheiße. Ich hab den umgefahren! Alter, ein Pendejo, Alter, weißt du, wie er die Zeit schindet. Oh. Links. Und jetzt nochmal rechts, Hey, wir kommen weg, kein Ding mit dem T20, aber ja, ihr müsst mal schauen, ne? So. Wir müssen jetzt erstmal abtauchen, ne? Weil wir haben uns gerade mit der LCN angelegt. War das LCN? Die, die da gekommen sind, waren auf jeden Fall LCN. Die sehen alle immer so aus. Das ist ein komischer Typ gekommen bei der AK in der Hand. Nein, ganz ehrlich, so läuft jeder No-Name rum auf der Insel. Nein, aber. So wie die da angekommen sind mit dem Supersportwagen, mit den AKs und mit den Kopftüchern, das ist meistens LCN, weil Alter. Wir haben auch diese schicken Schuhe angehabt. Mir ist einfach gerade die Munition ausgegangen. Ich habe jetzt keine mehr. Was? Ja. Wie kannst du denn mit 2 Magazinen noch rumrennen oder so? Na, ich habe keine Ahnung, warum ich so wenig hatte. Aber ich muss auch haben, ich habe auch noch die letzte. Das ist ein Bedealer. Ja. Hier ist ein, X80 Proto, ne, vor dem Ding. Der hat gerade uns Welche angeschaut. Munition brauche ich? Kommt drauf an, was du für einen Wagen hast. Probiert's erstmal, nicht, dass ich eine falsche kaufe. Ach nee, ist die richtige. Ich glaube, wir werden gerade überfallen. Hat einer Maske angezogen und gesagt, stehen bleiben. Und jetzt sind tausende Autos vor unserer Hütte. Uff. Bist du draußen? Ja, Phil, warte mal. Bist du... Sind da Leute bei euch? Ja, ja. Wo? Hey, Jungs. Was denn? Bitte? Was denn? Wo wart ihr gerade? Hä? Wir waren gerade auf dem Date. Ihr wart auf dem Date? Ja, richtig. Beim Krankenhaus. Okay. Auf dem Date. Ja, richtig. Ist nicht gut geändert. Hey, komm auf dem Auto weg. Hä? Komm auf dem Auto weg. Wie viele Leute sind mitkommen? Wie viele Leute sind das denn? Bitte, was ist los? Ich nehme euch jetzt mit und dann zeige ich euch mal meinen Bruder. Und wenn er euch wieder erkennt, weiß ich nicht, euer Auto. Komm, wir wollen langsam das wohnen. Ich wollte mir langsam das Auto, was mich überfahren hat, oder? Nee. Was ist das, Digga? Das Auto, was mich gerade triggert, was mich gerade überfahren. Wessen war ich gerade gefahren? Wenn das Bitte, zu viele ich bin sind, gefahren. Ich okay, du warst gerade am Business Tower. Nein, war ich nicht. Ich hab dein Auto gesehen, Mann. Warte, wenn das Kennzeichen jetzt JG oder JF ist, Digga, dann. Was ist das, Digga? Das ist das gleiche Auto. Nein. Was? Das ist genau das gleiche Auto. Wir können euch gar nicht erkannt haben. Wie wollen die das. Harris, ganz ehrlich. Setz die Maske auf. Setz deine Maske auf. Ey, und eine Rütte. Wir haben keine Maske dabei. Die Türkinkelrütte. Laber nicht rum, setz deine Maske auf. Ich hab keine Maske dabei. Ey, weg damit. Oh, Scheiße. Hä? Ohne Witz, was habt ihr jetzt? So, was habt ihr jetzt? Digga, wir können nichts machen. Was mache ich gegen euch? Wir müssen ihn. Der Herr, einmal bitte an der Tür klingeln, bitte, vom Wagen. Ist egal, das schaffen wir. Der Herr, bitte. Aber wieso nicht? Doch. Hallo. Hey, bitte? Wir müssen der Herr, bitte an der Tür klingeln, bitte, vom Wagen. Herr, aber das ist so viel zu nah. Weil ich sie nicht sehe. Kannst du mal kurz einmal in die Wand, Moment. Nein. Er hat so ein Türklingel. Perfekt, okay. Ey, Phil, das sind zu viele. Ich glaub, ich kann nichts machen, Alter. Was? Hey, Tommy. Hier bleiben. Du kannst ihn doch jetzt einfach so einen Stich lassen. Hey, komm bitte. Wir ballern die. Wir holen jetzt Langwaffen und ballern die weg. Okay, Aua. Nein, was hallo, die, was, ey, Digga, willst du mich verarschen oder was? Ja, wenn du jetzt einsteckst, wenn du jetzt einsteckst, dann. Tommy, du Arsch! Ist daneben beendet, Digga. Okay. Oh mein Gott, fuck, also, wir sind uns hinterher.
Komm dir weg, komm dir weg! Wir sind weggekommen, aber wir sind weggepackt und... Alter, haut ab! Ihr müsst eure Masken wechseln, Alter, die wollen eure Maske sehen und die... Also gut. Und du, Baby, du fährst ganz schnell Pacific Blast, weil da habe ich ein Haus. Oder nein, okay, wir gehen Maskenwesten wechseln, oder? Ja. Ja! Unbedingt! Geht! Einfach so. Geht! Aber wo? Also, aber das war jetzt schon, oder? War das jetzt? Sind die hinter uns? Schaut, sind die hinter uns? Schau mal nach. Da ist keiner hinter uns. Alles gut, es ist keiner hinter uns. Okay. Vielleicht gehst du doch besser nicht Lachsnackenhaus. Die kennen das. Oh Gott, wohin gehen wir? Wir brauchen einen anderen Wagen. Wir brauchen einen anderen Wagen. Tommy, wir können. Erstens, wir können uns nirgendwo umziehen. Doch, erstens Hotte. Das. Und zweitens. Der hat Schlösser getauscht. Einfach geh mal hast dahin. Hast du Pacific Blast im Wagen? Ja, Gabi, ich hab dann lass den da weg sein. Ich aber. Ich bin nicht so, Alter. Wenn, dann klär ich das alleine. Wie? Du klärst das alleine? Was hast du denn geklärt, Mann? Liz wollte uns helfen, du nicht. Links. Ja, ich weiß. Nein, das waren zwei Alter. Ja, und? Mann, Liz war voll mit Herzblut dabei. Und du, Alter, Tommy, ich hätte das nicht erwartet. Ich schwöre, das war voll scheiße. Vor allem die 31-Aktion. Ja, Mann, was? Ja. Aber Schatz, wenn ich sag, wir waren auf dem Date und du sagst ein Krankenhaus danach, warum? Ich hab gedacht, Krankenhaus wäre viel geiler. Schon sagen, ja, aber nicht, nachdem ich schon Date gesagt habe. Das habe ich ja, wir haben es in der gleichen Sekunde gefühlt. Nein. Gesagt. Wo wart ihr gerade? Hä? Wir waren gerade auf dem Date. Ihr wart auf dem Date. Ja, richtig. Da im Krankenhaus. Ich hätte in das der war hundertprozentig danach. Ihr müsst euch merken, es redet nur einer. Und wenn einer anfängt, irgendeine Story zu erzählen, darf der andere nicht einfach dazwischen babbeln. Es ist klar, aber ohne Witz, wir haben beide voll lange gewartet, bis der andere irgendwas sagt. Ja, und dann dachte ich so, ja gut, ich sag was. Und dann alles war das gut. So. Warte mal, passt meine Arme? Ja, passt. Gut. Auf. Anrufen bitte flott. Uff, muss los. Oh nein. Den kanntest du, oder? Was halt gerade schon ja, was kannte, am machen. Ich kannte. Du konntest ja nicht wissen, dass er aus dem Dienst Hallo? Geht, ja, was ist denn? Wieso? Hä, wie, was machen wir? Hä, also ich bin mit meinem Freund unterwegs. Wir sind zum Einkaufszentrum gelaufen. Ja, wie oft wollt ihr noch an der Klinke ziehen? Mit einem Baller? Mit einem weißen Baller von mir? Wieso? Ich habe keinen T20 oder so. Du weißt, dass ich nur mein Osiris habe. Ich hab keinen Menschen umgebracht und ich habe nie erwähnt, dass ich Lachsnacken bin. Wow, wollen die jetzt echt? Nein, wir sind beim Einkaufszentrum hochgelaufen. Ich weiß nicht, von was du redest. Sicher. Alle sind so Holz, Alter. Falsche Informationen benutzt, Alter. Nee, ich war mit meinem Freund unterwegs. Mit einem weißen Baller. Ja. Ja, ich kann auch gleich zum Anwesen kommen, ist kein Problem. Achso, okay. Ja, okay. Ja, alles gut. Okay. Ja, danke schön. Sollst du jetzt da hinkommen? Sagst du einfach, ja, jeder kann auch so eine Frisur haben wie ich und ja, du bist voll modern jetzt momentan. Ganz genau. Wie ist das, Alter? Machst du einfach einen auf den so. Hast recht. Alles nicht. Hast recht. Ja, Alter, der ist voll der Psycho, ne? Nur weil der mich kennt, obwohl er mich nicht erkennen könnte, hat er sich jetzt bei Lachsnacken verpetzt. Und, ich habe gerade absolut jemand von Lachsnacken angelogen. Ja und? Ist ja egal. Nee, Mann, er hat gesagt, ich vertraue dir da und hoffe, dass du mich jetzt nicht anlügst. Ja, und? Es gibt keine Beweise, oder? Nee, das stimmt. Eigentlich gibt's wirklich keine Beweise. Ja, dann hört auf, euch da Gedanken zu machen. Ja, da kommt dann bestimmt, ja, ich hab die Stimme erkannt. Safe, 100%, ja, aber das kannst du ja auch dann nicht. Dann machst du direkt hier, Zettel und so, ja, dann hol ich dich richtig am Hals. Und weißt du was? Es waren Pink Panthers. Echt? Ja. Ich dachte, es ist Brigada. Alle, die da waren? Ja, der Typ, also der von Lachsnacken hat mich angerufen. Oh, ich krieg 1000 SMS ohne Witz, ne? Es ist... Also, komm mal bitte zum Haus. Okay, wir müssen los. Phil... Kommt! Ja, aber jetzt nicht die Haarfarbe ändern. Ich weiß nicht, Phil, wenn du jetzt da mitgehst, nee, ich hab, das Ding ist, es ist voll gut. Ich hab noch gesagt gehabt, zu dem, der jetzt sagt, ich soll zum Haus kommen, habe ich gesagt, dass ich meine Haare heute geändert habe. Also, soll das ich ist voll gut. Meine komm, schlag ein jetzt. Ja, aber Phil, ihr habt doch gesagt, ihr wart auf ein Date. Guck mal, wie du aussiehst. Ehrlich jetzt? Nein, das ist kein Problem. Es ist ein Date, weil wer juckt's, weißt du? So, ich gehe jetzt kurz. Dass ich die Haare geändert habe, das ist voll gut, dass ja, ich dir das heute gesagt habe. Weißt du noch, Kane? Phil. Ey, ihr könnt mal wieder in Push-to-Talk reingehen, wenn ihr das Ding jetzt da durchzieht. Ja, geh mal Push-to-Talk. Meldet euch einfach gleich. Ich hab ja gesagt, dass ich Ding gehe. Ich hab ja gesagt, dass ich meine Haare geändert habe. Das ist eigentlich voll gut jetzt. Weil jetzt ist dann nicht die Frage, wieso, dass ich die Haare geändert habe. Ja, aber nicht, dass sie sagen, sie erkennen mich. Wie denn? Ja, weil sie mich gerade eben da gesehen haben. Und wir sind weggefahren. Ich bin mit jemandem weggefahren. Mich könnten sie erkennen, weil ich ganz genauso aussehe wie der Typ gerade eben.
Aber während dem Überfall haben sie dich nicht erkannt. Nein, ganz ehrlich, das tragen voll viele so. Ohne Witz, das kann man nicht. Wir kommen gerade vom Date und ich sehe ja ganz anders aus. Sie sind dann voll verwirrt. Schatz, dein Wort in Gottes Ohr. Oder steig du aus, steig du aus. Sicher. Ich gehe allein dahin. Sicher. Ja, sag, und ich sag dann ja. Was zu tun. Ja. Geh bitte, wenn du dort bist, in Dauerfunk. Ich will das hören, ja? Bill? Ja, perfekt. Sehr gut. Die sind noch nicht da, ich muss auf die warten. Viel ich Erfolg. Hab grad. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja, wir hatten ein Date. Soll ich denn mehr sagen? Ich habe meine Haare geändert und mich halt umgezogen. Das heißt, du sagst, wir sind nicht die von gerade eben oder sagen wir da. Oder so? Nee, wir sagen, wir waren auf da im Einkaufszentrum. Und wir waren auch nicht die beim Ammunition oder so. Okay, ja, perfekt. Und ich habe meine Augenfarbe wieder geändert, so wie die mal waren. Wenn irgendwas ist, sag's, du bist ja dann in Dauerfunk. Hi! Ja. Guck, wie gefallen dir meine neuen Haare? Ich hab dir doch heute durchgefunkt, dass ich meine Haare geändert habe und dass ich das zeigen will. Harris Pelt. Doch, natürlich. Im Würfelpark. Wann war das? Vor zwei Tagen? Ein Tag? Zwei Tag? So? Nein, wieso? Ja, dann sollen die kommen. Ja, was ist denn passiert? Hallo. Wann war das? Nee, also Kane weiß ganz genau, dass ich unterwegs war mit meinem Freund. Die Haare habe ich schon ganz lange gefärbt. Du kannst Kane fragen. Ich habe heute durchgefunkt, habe gesagt, wo die sind. Wie bitte? Ja, ich hatte immer pinke Haare, das stimmt schon. Aber ich habe heute durchgefunkt, dass ich meine Haare jetzt geändert habe. Und ob die das sehen wollen, heute um 16 Uhr oder so, ich weiß nicht, wann das war. Ja, seit 16 Uhr, so meine ich, ganz lange. Ja, ganz ehrlich. Wenn ihr sagt, es war vor 10 Minuten, dann ist doch das ganz lange, wenn ich um 16 Uhr meine Haare geändert habe. Bill. Ja, das ist kein Problem. Ich kann den gerne kurz anrufen. Was denn? Wie wir waren, soll ich dir mal sagen, wo wir gerade waren, vor etwa 10 Minuten, bevor ich angerufen wurde von Kane, dass ich herkommen soll. Wir waren da bei Pacific Bluffs, also da in der Nähe auf jeden Fall, da oben hat es auch so ein Einkaufszentrum, da wo jetzt der Gang war ist von Vagos, also da oben, beim Einkaufszentrum, wir sind da hochgegangen, haben Bilder gemacht, weil wir einfach zusammen sein wollten. Es hat überhaupt nichts, einen Grund oder so, wir waren einfach da und haben gechillt und geredet. Boller 4, der steht hier vorne links, da. Und das ist der Wagen, mit dem ich immer unterwegs bin. Wie ob ich dich für dumm halte? Was redest du da? Nein, es steht doch da. Kane weiß ganz genau, dass ich immer mit dem unterwegs bin. Ja, der ist nicht mehr verfügbar. Er ist nicht mehr verfügbar. Aber ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich nichts... Wir waren da beim Einkaufszentrum gerade. Was hab ich? Hab ich ein Alibi? Wie soll man das wissen? Was hat denn das damit zu tun? Was hat das denn damit zu tun? Ich weiß, aber ich habe dich zuletzt am Würfelpark gesehen. Was redest du denn da? Was? Eventuell. Ja, aber das, was die labern, das ist eigentlich völliger Bullshit. Das wusste ich nicht. Da stand einer... Naja, doch, aber... Also, wir waren Business Tower und da stand der halt. Weil, das Ding ist, die könnten mich gar nicht erkennen. Und die haben eigentlich keine Ahnung. Und dann kommen die mit... Ich hatte meine Maske auf. Ich hatte die Papiertüte auf. Deswegen, und dann kommen die, und die haben auch vorhin beim Ammunition haben die gemeint, so, ja, das von wegen so, wir können euch erkennen, so, kommt mal mit, aber die können uns nicht erkennen. Das Ding ist, die machen hier kompletter Bullshit. Und dann kommen die mit Stimme erkennen und so. Das geht doch alles gar nicht. Das geht ehrlich nicht. Oh, doch, glaub mir. Doch, glaub mir. Wir hatten eine Knopfkamera dabei, das kann ich dir alles gerne zeigen. Ja, das verstehe ich total. Ich... Natürlich nicht, aber das geht ja nicht. Ja, dann sollen die mich jetzt mitnehmen. Hold up. Aber jetzt ist ja. Entschuldigung, darf ich mal kurz stören? Bitte. Ich glaube, dass meine Frau gerade entführt wird. Der Name ihrer Frau? Marion Lopez. Marion? Ja, Marion Lopez. Von wem? Sie meinte, dass sie einen Anruf bekommen hätte von ihrer Gruppierung, den Lachsnacken, dass wohl jemand beim Anwesen wäre, der behauptet, dass sie jemanden angeschossen hätte und dass sie das klären wollen. Ich habe ihr gesagt, sie sollen im Dauerfunk sein. Und das meinte sie als letzten Satz, ja, dann sollen die mich halt jetzt mitnehmen. Und ich mache mir da halt jetzt echt Sorgen um sie. Okay, dann werden wir mal gucken, was wir da machen können. Das wäre super lieb. Sag meinen Kollegen mal Bescheid, dann sollen die das übernehmen. Dankeschön. Der Herr hier hat gerade gemeldet, dass er den Verdacht hat, dass seine Frau entführt wird oder Freundin. Wer jetzt? Der Herr hier. Ja, der Herr hier in der weißen Hose. Adiletten. Wie ist denn der Name von der Frau? Marion Lopez. Marion Lopez. Wollt ihr die orten?
Ja, also ich wollte jetzt auf jeden Fall eine Einheit drauf ansetzen, weil wir noch aktuell in einem Fall sind. Dann würde ich ihr schon mal Widerstand geben, damit ihr so orten könnt. Können sie machen. Warte, Dame hat kein Smartphone mehr. Gut. Also warum muss sie gar nicht orten? Ja. Phil, was los? Sie haben sie mitgenommen, ne? Wie haben sie mitgenommen, was? Ist ja voll nicht gut, oder was? Nee, sie ist gerade zu den Lachsnacken anwesend gegangen und die wollten das wohl klären, da waren dann wohl die anderen anwesend. Und das Letzte, was ich im Dauerfunk gehört habe, ist, ja, dann sollen die mich halt jetzt mitnehmen. Und jetzt antwortet sie nicht mehr, hat kein Handy mehr, ich bin schon beim BD, FIB. Na was, wir ficken die jetzt, Alter? Ich hol mir jetzt meine Langwaffe und dann bumsen wir in den Arsch. Ja, Alter, dann sage ich, ich soll jetzt hier raus, hol mir auch meinen und dann gehen wir Gas, ja? Alles klar. Wo treffen okay. wir uns? Ja, ich komme jetzt gleich fürs Butchi, Digga. Ja, diese Wichser, Mann, ich glaube, die Lachsnacken-Penner von denen haben die ausgeliefert, glaube ich. Auf welcher Grundlage, Digga? Ich habe keine Ahnung, das hat sie auch gesagt. Das hat sie auch gesagt. Ich habe das noch gehört, aber jetzt Handy weg, Funk weg, sie ist aus dem Dauerfunk raus. Ey, ich fahre schnell zum Haus, ich muss meine Jacke ein bisschen anpassen. Soll ich bei dir mitfahren? Komm, Ding mit, Liz? Ja, Liz ist noch gerade hier am Equipen. Okay. Wo könnten wir die finden, die Lachsnacken? Wie viel Mann sind das? Ruf mal, geh mal in den Funk 777. Ihr Bruder, der auch bei den Lachsnacken ist, hat mich jetzt gerade gefragt, so ob ich Schutzwesten verticke, so. Über den können wir Kontakt herstellen. Dem seine Nummer habe ich. Der will dich doch nur in die Falle locken. Ja, will er auch, aber ganz ehrlich, dann treffen wir uns halt mit denen und dann kommen wir da halt und ficken die. Alter, wir sind nicht so viele Leute. Ja, das ist richtig, aber was sollen wir sonst machen? Jo. Ja, hi. Du, weißt du, wo Mary ist? Das ist Mary. Deine Schwester? Meine. Ja, bist du nicht Lukas? Ich bin Vincent, Bruder. Ah, Vincent, okay. Wer bist du? Kollege von Miguel. Welcher Miguel? Cervantes, den du Miguel halt, Bruder. Ah, Cervantes. Ja. Du bist Vincent? Ja. Alter, Mann, leg mal auf, ich melde mich. Ja, wir können nur zu deren Base mal fahren. Ich kann den Jackal nehmen. Wo haben die die hingebracht jetzt? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, aber ich würde mal sagen, wir fahren einfach zu deren Anwesen. Wow, ja. Wie sind die? Ich habe gar keine Ahnung. Oh, scheiße. Wir sind auf jeden Fall wir sind einfach zu dritt, Alter. Und dann... Egal. Ah. Ihr kennt mich, ich renn da rein, wie Mann. Junge, ich hab... Ja, komm. Jetzt, komm. Let's go, Boys, komm. Ich sag direkt... ein Mucks, die werden alle sterben, dann bringe ich einfach 10 Leute um. Ja, ganz genau, das machen wir jetzt, komm. Ey, hast du, welches Auto hast du jetzt? Ich fahre mit dem Jackal. Tommy, okay, alles da. Komm. Ich will nicht erkannt. Ja. Komm jetzt, Liz, Dauer senden. Hab ich. Das endet nicht gut. Das ist mir scheißegal, Alter. Müssen auf jeden Fall gucken, was da passiert ist. Ey, hast du nicht eine Nummer von den Lachsnacken? Nee, eben nicht, Mann. Ja, dann läufst du da einfach hin und guckst, kriegst nach. Ja, mach ich auch. Gute gehst Idee. Auf dieses Anwesen, bevor wir irgendwie ballern oder so, ja. Gehst du dorthin und sagst so, ey, ich suche meine Freundin. Ja, ganz genau, machen wir. Ja. Weil wer verliert hier irgendwas? Hier wird keiner sterben. Wieso liefert man eine Person von seiner Familie aus? Ja, das echt so, ist Alter. Das für ein scheiß Ding. Das denke ich mir auch gerade. Gehst du einfach hin jetzt, Piss du parkst aus, dort, ne? Wir parken irgendwo in der Nähe, wir fahren weiter. Ja. Dann natürlich, du zeigst mir erstmal, wo das Ding ist, die Base. Ja. Dann fahre ich da einfach ein bisschen weiter, bleib ums Eck. Guckst, was dort abgeht, kriegst die dann erstmal so hin und her, du suchst deine Freundin und so, ja, die ist das. Ganz genau. Dann sollen die das mal erklären, weil sie war nämlich zu... Und dann wartest du erstmal, was die sagen, und dann sagst du denen, ja, aber sie war doch mit mir im Kontakt. Weißt du, dann versuchst du auf den falschen Fuß zu erwischen, ne? Ja. Ach, oh, sorry. Jetzt auf der rechten Seite, wo der SQ7 steht, dann. Guck, da steht schon einer. Ja, ich fahr weiter. Ja. War hier hinten ums Eck. Nicht gesehen. Warte, ich muss... Scheiße, ich muss auf Klo, Mann. Tommy. Ja, geht doch. Ist doch eh nichts los. Du, eine ganz kurze Frage. Ja, bitte. Ist Lukas da? Nee. Ja, weil meine Frau, ne, die Mary, ne, die ist gerade hierher gegangen, weil sie meinte, sie muss hier was klären. Jetzt erreiche ich die nicht mehr. Wie bitte was? Das ist der Freund, Frau, keine Ahnung, von Mary. Ach, von Mary? Ja, genau. Die meinte, hier ist irgendwas los und sie müsste hier was klären, so. Habt ihr eine Ahnung, was da los ist? Nee, leider nicht. Keine Ahnung. Ja, ihr kennt die anscheinend. Bei Boris ja, ja, aber die war auch zu letzter Stand nicht hier gewesen, also keine Ahnung. Ja, magst du mal hier jemanden anfunken, so? Ich kann mal gucken, also ich kann es probieren, warte. Bin wieder da. Ja, schaut mal, wer da ist oder so. Wo ist das Anwesen von dir? Aktuell... Weil sie hat mir gesagt, sie telefoniert mit irgendjemandem von den Lachsnacken jetzt wegen irgendeinem Vorfall, dass sie was getan haben soll. Also ich habe ihr gesagt, das ist Bullshit. Wir waren vorher unterwegs noch gemeinsam. Ist jetzt die 39086, Alter. Also du warst die ganze Zeit mit ihr unterwegs, oder was? Ja, richtig. Wir waren auf dem Date. Okay. So, und dann meinte sie auf einmal, sie hat eine SMS bekommen, so, und wird angerufen und sie soll unbedingt hierher kommen. Was ist da jetzt Sache, Liz?
Dann warte mal, dann versuche ich das nochmal zu klären. Ja, keine Ahnung, ich probiere es mal irgendwie zu erreichen, wenn es irgendwie hinbekommt. Ich will jetzt nicht mit der Sprache rausrücken, dass sie im Funk war. Kannst du ja dann sagen gleich. Ach ja. Ja. Und du warst mit ihr auf dem Date? Ja, okay. Richtig. Okay. Ich war mit ihr beim Einkaufszentrum. Ah, okay. Aber die, die besten. Schreib mir mal ab und zu der SMS, wie viele Leute da sind. Ja, ja. Die hab ich auch. Wie viele Leute von euch sind denn da? Ja. sie ist da. Und Kane, ich und noch wer anders. Also, okay. Sie ist auf jeden Fall noch da. Ah ja, Kane, ich glaube, sie wollte mit Kane telefonieren, ja genau. Weiß nicht. Ja. Das heißt, du, sie, Kane und jemand anders noch, ne? Ja. Gesundheit. Danke. Boah, Alter, mir hat vorher wieder so einer jemanden was rübergeprügelt, Alter. Also, ich hab's zumindest mal probiert. Sie meinte, sie wäre gleich da. Wer, Mary? Ja. Warum hat sie denn kein Handy? Ja, also, bei mir hat sie jetzt eben grad, Ja, ich, guck mal, ich probiere sie gerade anzurufen, ne? Geht nicht. Ja, ist es schon wieder im Flugmodus oder was? Oder ich weiß halt nicht, was sie macht, keine Ahnung. Ja, ne, ist halt schon ein bisschen komisch, wenn sie hierher geht, um irgendwas zu klären. Und auf einmal ist sie nicht mehr erreichbar, ne? Ja gut, ich hab sie irgendwie das Handy weggesteckt, Flugmodus, ich hab doch keine Ahnung. Hi. Ja, jetzt sind es drei, aber ich denke an. Kollege. Ja, was ist los? Du bist es, oder? Hey. Wie, ich bin's. Du bleibst jetzt stehen, du bleibst stehen, Digga, sonst bist du sofort tot. Ja, warst du jetzt auch der Friseur oder was? Willst du mich fragen? Einsteigen. Bitte? So, einsteigen, komm mit. Nein. Was ist los mit euch? Einsteigen. Das interessiert mich nicht, einsteigen. Tommy, steig du mal bitte hier aus. Ich fahr jetzt hoch und ich versuch ihn rauszuholen. Du brauchst jetzt noch einsteigen, wenn die jetzt echt kicken wollen. Welchen? Ja. Wie viele Mochen stehen denn jetzt noch? Welchen, den blauen oder den schwarzen? Schwarz. Ey, Phil, warte, ich komm mal hochgefahren. Versuche mein Auto einzustellen. Ich will zugucken. Ja, für mich ist das auf jeden Fall. Alter, was geht denn mit dem? Ja. Stehen bleiben, hey! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Nein, ich helfe dir. Oh, Scheiße. Wir fahren weg, wir fahren weg. Alles easy, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Ich glaub, die haben mich gesehen. Fuck. Liz, hau doch ab da! Ja, ich hau ab. Ja, was sind das für Hurensöhne, Alter? Oh. Muss ich nicht jetzt rein? Psst. Du hast schon ballern. Ich dachte, lauf doch weg. Nein, nicht ich ballern, Liz. Ja, ich laufe. Ja, ich okay. Was wir machen. Ich bin am Laufen. Ich verstecke mich da im Busch. Ja, Alter, was machen wir jetzt, Tommy? Ja, Alter, was ist denn das für. Wir regeln das auf unsere Art. Wir werden jetzt jeden einzelnen von denen abziehen, Alter. Wie, was, das bringt mir auch nichts, wenn meine Frau stirbt. Die ist doch schon tot, die? Ja, die ist nicht verfügbar. Ich schätze nicht, dass sie tot ist. Das heißt, du hättest mitgehen sollen und einfach im Funk bleiben, sondern hätten wir gewusst, wo die sie wollten, die wollten, dass ich mein Funkgerät weglege. Die hätten mich exekutiert. Das, was denkst du denn? Wir haben gerade auf uns geschossen. Ja, ist okay, sorry. Muss ich nicht an. Aber egal, da haben wir dich noch gut rausgeholt. Ja, hast du gut gemacht, Mann. Alter, vor allem ich zieh erstmal eine falsche Türklinke. Ben 5. Will, lass das doch schlau machen. Wir werden uns jetzt an den rächen, Digga. Wir wissen doch jetzt, was das für HS-Söhne sind. Ja, aber ich will trotzdem noch, dass meine Frau da lebend rauskommt. Warte, da waren die Typen doch. Ja, zwei Leute standen hier noch. Hauptsache, die wollten dich direkt auch noch hochnehmen. Ja, echt so. Also was machen wir jetzt? Wie finden wir sie jetzt? Wie heißt der Typ? Ja, Kane. Was? Kane, K-N-E, denke ich mal. Alter, Kane. Die wurden an Brigade ausgeliefert? Weiß ich nicht. Ey, wir kennen doch hier, Ivy. Ivy ist doch mit, Mahmoud, ist der noch bei Brigade? Warte mal, ich ruf da mal jetzt an. Ivy? Ivy? Dein Mahmoudi, ist der noch bei Brigade? Natürlich. Boah, warte mal, ich muss mal gerade gucken. Habe ich dem seine Nummer? Weil, da wurde gerade eine Freundin zu Unrecht entführt und anscheinend an die Brigade ausgeliefert. Keine Ahnung. Und die ist jetzt auch nicht mehr. Die ist auch nicht mehr telefonisch zu erreichen. Und, mit dem telefoniert er, Phil. Ich hab's nicht gehört. Daher Brigade. Möchte ich das gerne klären, was? Weißt du? Brigade. Mahmoud bei dir oder was?
Wenn ich, soll er mich mal gerade anrufen, 66016. So, am Umladen. Deine Nummer oder was? Warte mal. Aber ich dachte, das waren die Panthers, nicht die Brigade. Nein. 67, was? 647, was? 678 47. 67847. Dann rufe ich ihn jetzt an, ja? Danke dir, Ivy. Ciao, ciao. Ruf jetzt mal Mahmoud an. Wie heißt deine Freundin, Dings? Phil? Marion. Marion. Lopez. Ja. Boah, er ist im Gespräch. Ah, jetzt. Mahmoud! Weißt du irgendwas, dass deine Jungs irgendwie eine Marion geschnappt haben? Eine Marion geschnappt. Du weißt, die Freundin von Hermano von mir. Nee, hast du nichts mitbekommen im Funk oder so, dass deine Jungs gerade irgendwas am Start haben? Nee? Weil die wurde hier, keine Ahnung, die ist hier Mitglied bei Lachsnacken und ist da zum Gespräch angetreten und wurde anscheinend von denen irgendwie ausgeliefert, weil die war noch im Funk, bevor alles abgebrochen ist. Anscheinend haben die da alles weggenommen und so. Und wir wurden gerade von Lachsnacken auch noch beschossen. Und ja, wir hoffen jetzt einfach nur, dass sie noch am Leben ist, weißt du? Deswegen, Vermutung lag irgendwie nahe, dass sie bei euch ist. Ja. Ja, aber das Ding ist, dass sie angeblich irgendeinen niedergeschossen hätte. Keine Ahnung, der mit euch was zu tun hat oder was weiß ich, keine Ahnung. Marianne oder Mary, irgend so was. Marion. Geht hey? So. Okay. Nix, langweilig, Digga. Komm hier unterwegs. Gut, dann weiß ich nicht, wo sie sonst noch sein soll. Das nicht. Reicht ja nicht. Phil? Ja, ich höre dich, sorry. Wie bist du denn eigentlich auf Brigada gekommen? Bin ich nicht. Ich habe nie gesagt, dass es Brigada ist. Das hat, glaube ich, Liz, hast du das gesagt? Oder hat das meine Frau gesagt? Sie hat das selbst gesagt, ne? Das kann sein, ja. Die Leaderin von denen, oder die Vize-Leaderin hat jetzt aber gesagt, sie hätten mit der nichts zu tun gehabt. Okay. Also an wen hätte sie denn jetzt ausgeliefert werden können? Deine erste Vermutung vielleicht LCN? Ja, die sahen für mich so aus, ne? Ja, keine Ahnung, hoffentlich lebt sie noch, ne? Ja, ich hoffe auch, Mann. Ey, wenn ich... Digga, ich kann dir nur noch den einen Weg anbieten, ne? Den ich halt kenne, ne? Rache. Ja, Mann, das definitiv. Wir sind dann da vorbei und schnappen uns einen von denen oder so. Das definitiv, Mann, das definitiv. Irgend sowas in der Art halt. Wo sind die Lachsnacken? Ja, die sind da oben bei Tigilalaba, da die Straße hoch, dann direkt erste rechts und dann bei so einem Wohnhaus. Allein Lachsnacken, Alter, willst du mich verarschen? Hey, no names. Ja, Alter. Nur lächerlich, Alter. Digga, wären wir jetzt noch wartest, dass wir werden da einmarschiert, Alter, wie die Gangster, Alter. Ja, und jetzt weißt du nicht, wo deine Freundin hin ist? Ja, die Freundin ist richtig. Jetzt weg von ihm, Alter. Ganz genau. Und die ist auch nicht mehr zum Telefon zu erreichen und die haben auch gerade auf Phil und mich geschossen, diese Pissers. Weil ich bin dann noch schnell hingefahren, hab Phil dann geholt. Bisschen Schwund ist immer. Alter, du Bastard. Das ist, du redest hier von der Freundin von Phil, Alter. Was ja, geht, Kadett? Guzi. Bitte was? Kadett, komm mal ganz kurz mit. Was für Kadett, Digga, ich bin Rekrut, Alter. Tut mir leid. Ja gut, wenn ich dir, wenn ja. Das sagst, dann durch. Einfach geradeaus durch, ich sag schon Bescheid. Ja, no problem. Alter, mein Süßer, ne? Mann. Aber schön, was ist das für eine Familie, Alter, wenn die Leute ausliefern? Geradeaus durch, oder? Ja, das geht runter wie Öl, Alter. Ich bin mal ganz kurz aus dem Funk raus. Bin mit Robin unterwegs. Oder geh mal auf Push to Talk, bitte. So, und jetzt hier rechts. Geradeaus durch. Wie ist deine Freundin? Marion. Und jetzt hier links. Links hoch. So, Alter, die haben richtig heftig auf uns geballert. Die hatten mich auch mitnehmen, also sie wollten mich auch mitnehmen. So, Funkgeräte rein, dies, das. Geradeaus noch. Und die nächste jetzt dann rechts. Und dann kommt das Anwesen auf der rechten Seite. So, da steht dann der SQ7 und der Jackal. Und ganz genau dort. Weil die zwei Autos habe ich da hingebracht. So, jetzt das dritte Haus von hier. Also, das vierte. 1, 2, 3, 4. Das hier rechts. Das ist da rechts, ja. Ganz genau hier. Und ist denn ihr Anwesen? Ja, richtig. Aber hier ist keiner. Nee, die sind jetzt wahrscheinlich irgendwie losgezogen. Aber da war das gerade eben. Und wie laufen die rum? In Lachsfarben. Die haben immer diese Leuchteschuhe an. Diese pinken Leuchteschuhe. Und du weißt jetzt nicht, wo deine Freundin ist? Nee, ich habe überhaupt keine Ahnung, Mann. Ich habe richtig Angst um sie. Vor allem die Lachsnack und sie war in Dauerfunk, liefern sie einfach aus an wen auch immer.
Und dann haben die Lachsnacken jetzt mich noch probiert, ne, auch mitzunehmen. Jetzt habe ich Kopfschmerzen, Alter. Ehrlich? Ja. Oder? Habe ich Migräne? Ich habe Kopfschmerzen. Okay, danke, Mann. Hast du gerade geschossen? Nö. Ich habe hier Schüsse gehört. Guck mal ganz kurz. Weißt du, zu wem die Lachsnacken gehören? Die sind eigenständig. Wie laufen die rum? Die haben so diese Neonanzüge in Lachsfarben. Und diese Neonschuhe auf jeden Fall auch immer in Pink, also diese Lachsfarben. Okay. Du hast immer noch keine neueste Rückmeldung von... Nein, nein, ich habe auch leider keine Nummern von den Trotteln, Alter. Und die waren gerade, als ich, Liz und Tommy halt da waren, kamen die mit ganz vielen Autos an, das waren halt einfach zu viele und ich hatte halt eine Langwaffe, alles dabei und so. Tommy hat mich gerade so rausgehauen, ist ja gerade mit dem Wagen hingefahren, hat gesagt, ich fahre da jetzt hin und du steigst da ganz schnell ein so und dann haben wir es gerade so wegbekommen. Haben halt richtig auf uns geballert. Waren halt schon 5, 6, 7 Leute vielleicht. Mal die Main-Spots abfahren, wie zum Beispiel jetzt hier Würfelpark, mal gucken, ob man davon einen anfindet. Oh, Mount Chiliad oder solche Sachen. Ja, da packen wir den dann gleich an, ja. Ja, schon mal gucken, wie man da so findet. Ob man da jemanden findet. Ich meine, wenn wir jemanden finden, packen wir den an, oder was? Hier ist jemand mit so gelben Bananenshirt. Nee, 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 diese Neonanzüge gibt's. Ich meine, pinken Bananenshirt. Ja, ich sehe das, aber nein, das ist keiner. Könnten die denn sonst sein? Das ist eine gute Frage, Mann. Da ist doch der, das ist doch der. Das sind doch deren Farben, genau deren Farben. Aber da ist niemand drin, oder? Ja. Ah, guck mal, da rechts, der mit der Badehose, der mit der pinken Badehose, der mit der pinken Badehose rechts. Der hat mich beim Anwesen gelockt. Holla. Hundertprozentig, hundertprozentig. Der mit der pinken Badehose gehört zu den Lachsnacken? Du gehörst zu den Lachsnacken, ist das richtig? Ich frag nur. Ja? Ich wollte fragen, ob du zu den Lachsnacken gehörst. Ich hab dann ein kleines Anliegen. Ihr habt da eine Dame. Boah, hattet ihr? Ihr hattet. Was mit der passiert? Dann funk mal bitte durch. Gib mir bitte irgendeine... Wer denn? Das möchte ich ja gerade klären. Deswegen bin ich hier. Gib mir mal bitte irgendeinen Ansprechpartner aber durch. Oh, hier der Wagner. Mein Freund, du gehörst zu den Lachsnacken? Wir haben da ein kleines Problem. Du hast eine Frau. Hattest eine Frau? Von einem guten Freund von mir. Inwiefern? Du hast eine Frau von einem guten Freund von mir. Wo ist die? Ja. Ihr habt eine Frau von einem Freund von mir. Audi SQ7. Vor ihrem Barrio, oder was das auch sein soll. Eine Frau, ein Herr. Langer Zopf. Ah, jetzt machst du auf einmal Klick, ja? Der eben gerade vor euch war. Wo ist die Frau? An die Pink Panthers. Wo sind die Pink Panthers? Dann suchen wir da einen Ansprechpartner raus. Schreibt ihr dem seine Nummer auf jeden Fall auf. Oder seinen Namen. Ja, fahren wir jetzt mal gemeinsam zu denen hin. Okay. Ich hätte gern einmal deine Telefonnummer. Damit ich dich anrufen kann, wenn ich dich verlieren sollte. Ja, nee, Telefonnummer wäre schon ganz gut. 56512. Ja, dann fahr mal vor, ich fahr dir hinterher. Ach, du bist doch ein Affe. Robin, sag, wo du bist, dann komm ich dazu. Pink Panthers? Ich suche eine Frau, die solltet ihr haben. Ja. Wurde an euch übergegeben von den Lachsnacken. Wie bitte? Ist schon vorbei, wie ist schon vorbei? Definiere zu Ende. Du bist auch aus dem Himmel, okay. Wieso? Bei wen arbeitet ihr? Ja. Will? Ja. Will? Ja. Will? Ja. Wer ist der Höchstrangige von euch? Du bist der Höchstrangige von euch. Der Patron oder wie ist? Der Patron oder wer bist du? Hast du eine Telefonnummer für mich? 171507. Dein Name? Wer leitet euer Gedöns da? Ihr wisst, wozu die Frau gehört hat? Das habe ich eigentlich den aktuellsten Stand gesagt. Mhm. Ich klar, das mit John Tyler, ich wünsche euch was. Sagt jemand von euch hier was Lachsnacken?
Lachsnacken oder Pink Panthers? Okay. Die haben gerade von einem Freund von mir die Frau hingerichtet. Und das bin ich gerade am Erfragen, ja. Nee, ich wollte nur fragen, ob ihr wisst, zu wem die gehören oder so. Die meinten irgendwie zu Pink Panthers und die sind, glaube ich, von Triaden, ne? Hi. Hi. Servus. Auf jeden Fall, Robin ist gerade bei Pink Panthers. Wir haben gerade den Typen von den Lachsnacken gefunden. Der war ganz gesprächig bei Robin, weil er ja ein Vargo ist. Die meinten, dass sie Mary wohl weitergeleitet hätten an die Pink Panther. Aha, und aus welchen Gründen? Das hat er nachgefragt, aber das wissen die wohl gerade nicht. Robin schreibt mir gerade, also deine Frau wurde bestimmt zu den Notfall-Sunnies geschickt oder Himmel, so. Wow. Alter. Fahr mal ganz kurz um den Würfelpark rum, nicht, dass ich den Typen nochmal sehe, weil der mit seiner scheiß Badehose, der mich doch gelockt hat, der war da gerade. Und was will ich machen? Ja, wir steigen jetzt in den SQ7 ein und nehmen den mit. Hallo. Links, fahr mal links um die Ecke. Und dann wieder links ein Ding rein, dann lass den SQ7 nehmen. Weil jetzt vier Sitze. Wollen Sie einen Lolli haben? Ja, wir müssen aber vorsichtig sein. Zieh mal Maske auf. Nee, schon richtig. Wir sind nämlich zu zweit. Das ist nicht ganz so einfach jetzt, ne? Ja, definitiv nicht. Beim Würfelpark. Ja. Nein. Lachsnacken arbeiten für Pink Panthers. Wir arbeiten für John Tyler von Triaden. Ich kläre das mit dem, wenn er da ist. Hallo? Ja? Hallo. Ja? Keine Ahnung, was hier gerade los ist. Irgendjemand hat mich angerufen. Er hat doppelt Alice-Pack. So, mal schauen, ob wir den sehen. Guck, der war hier vorne rechts bei dem Geldautomaten, war der vorher. Alter, hat gerade irgendjemand auf uns geschossen. Alles gut, Digga, auf. Oh. Digga, ich muss kurz powernappen. Ja, okay. Weil, ich komme nicht an meinen Rucksack und sowas. Okay, ja, bis gleich. Gleich wieder. Jo. Ja, ich und Tommy schauen, dass wir uns einen packen. Was macht ihr jetzt? Wir schauen, dass wir uns den Typen mit der Badehose packen, wenn wir den finden. Ja. Ja, aber ja, auf jeden Fall. Die sind an dem, Tommy weiß wo, die sind an dem ehemaligen Triadenhotel. Okay. Die Pink Panthers. Okay, aber ja, gut, ich muss schauen, ob wir Lachsnacken oder Pink Panther schnappen. Weil die Lachsnacken haben sie ja ausgeliefert. Ja. So, das ist ja viel schlimmer eigentlich, weil das ist deren Familie. So. Ja, ja. So, und der Typ hat mich ja gerade eben auch in die Falle gelockt, so. Das war ganz genau der, mit dem du geredet hast. Brauchst du eine Nummer von dem? Ich hab eine Nummer von denen. Der war mal früher. Der mit der Badehose. Sag Tommy mal, das ist Johannes Kalle aus der Riefer. Johannes Kalle? Ja. Aus der Riefer. Die Nummer? Ja. 54433, soweit ich weiß. Und das war der mit der Badehose, ja? Ja. Okay, gut. Danke dir, Mann. Okay, super. Jo, ciao. Viel Glück euch. Danke. Tommy? Ja. Wir haben einen Namen. Was für einen Namen? Johannes Kalle von der Riefer ist das. Also ehemalig Riefer. Das ist der mit der Badehose. Das ist der, den wir vorher hier gesehen haben bei dem Geldautomaten. Johannes Kalle kenne ich doch. Ja, den, der war das. Der war derjenige. Warte mal. Ja, wir kommen, Vespucci, wir holen dich. Das ist, komm, holen wir die noch mit. Ja, auf jeden Fall. Ne, auf jeden Fall, er heißt Johannes Kalle, ist ehemalig von der Riefer. Als Robin gerade mit dem gequatscht hat, ne, weil ich den zufälligerweise gesehen habe, weil wir zu deren Anwesen gefahren sind, ja. Hat sich Robin auf meinen Wunsch die Nummer geben lassen und den Namen. Und deswegen wissen wir jetzt, wie der heißt und was für eine Nummer der hat. Ja. Also, es fahren hier auch gerade wahnsinnig viele pinke Autos rum. Ich denke, das ist von Pink Panther. Und, das heißt, die Lachsnacken arbeiten für Pink Panther anscheinend. Die Pink Panther für Triaden. Und mit den Triaden wird Robin wohl nochmal reden, aber die haben jetzt Gang War. Und deswegen wäre meine Idee gewesen, jemand von den Lachsnacken zu snacken. Weil, komm, Alter, welche Familie händigt denn eigene Familienmitglieder aus? Alter, was ist denn das? Das ist richtig widerlich. Was ist das? Vor allem, warum? Wir werden jetzt weiterhin behaupten, dass sie unschuldig ist. Ja, ist sie ja auch. So, wie war, sie war ja mit mir beim Einkaufszentrum den ganzen Tag und dann soll die auf einmal da hinkommen? So, was soll das? Was wollte ich sagen? Hast du das nicht vorher gewusst, dass die irgendwas mit Triaden zu tun haben? Nein, keine Ahnung. Mir wurde immer gesagt, dass die Lachsnacken komplett eigenständig sind. Das haben die mir immer wieder gesagt.
So, deswegen, ich war auch gerade verwundert, als der Typ gesagt hat, Pink Panther, ich dachte, der verarscht uns. Du bist noch equipped, ja? Hola. Ja, bin ich. Okay, gut. Jetzt ist die Frage, locken wir den in eine Falle, den Typen? Vielleicht sehen wir den zufällig, wenn nicht, müssen wir den irgendwie anrufen und irgendwo hinlocken. Vielleicht fahren wir auch nochmal anrufen bringt wohl nichts. Vielleicht fahren wir nochmal bei deren Anwesen vorbei. Anrufen ist immer so Alarmglocke. Wer ruft Ich ruf den an und sag, wie heißt der denn? Der heißt Johannes Kalle. Ist das Alarmglocke 100%, Digga. Ja, ich denke auch. Nee, also nee, das macht keinen Sinn, den anzurufen. Schauen lieber, ob der hier irgendwo ist. Und ich hab 75. Weil der stand ganz genau hier vorne rechts bei dem Automaten mit deren dreckigen Lachsnackenautos, Alter. Ja, dann fahren wir doch mal zum Anwesen. Wieso war das nur eine Person? Das verstehe ich nicht. Nee, es war nicht nur eine Person. Es war der ganze Scheißverein Lachsnacken, aber wir haben halt nur den Kontakt zu... Pink Panthers. Nein, Lachsnacken haben sie ausgeliefert. Sie war bei den Lachsnacken. Sie wurde zum Gespräch gerufen. Dann wurde sie beschuldigt und wurde an die Pink Panther ausgeliefert, weil ja angeblich sie irgendwie Stress mit denen hätte. Und dann sagt Pink Panther also, ja, die hat das und das gemacht. Und Lachsnacken lutschen natürlich. Oh, oh, oh. Ah ja. Ja Mann, sie ist schon wild. Wie, warum denn nur einer? Wir haben den Kontakt von einem Lachsnacken. Ich hätte gerne alle von denen und alle von den Pink Panther, aber wir haben halt nur einen. So, fahr hier, genau, und dann nochmal links. Ja. Ach so. Dann fahr einfach ganz geschmeidig an dem Anwesen vorbei und wir gucken erstmal, wie viele da sind. Die kennen halt den SQ7, die kennen den halt. Stehen bleiben, einfach schnell, also nicht schnell, aber langsam weiterfahren. Ja, ist schon klar. Kennen den? Ja, die kennen den, weil der davor stand. Und hier? Ja. Oh fuck. Okay, ne, die stehen da immer noch. Ich hab nicht geguckt, kannst du nochmal standen die, da unten oder was? Wo stehen die? Das sind deine Pink Panthers, guck. Ja, ich weiß. Und jetzt? Ja, fahr jetzt vorbei. Ja. Leider schon. Die haben gerade gewendet, ne? Naja, fahr langsam weiter. Man hat zwei Autos, maximal vier Leute, ne? Aber wenn die in den Autos drin sind, dann... Das sind noch die Pink Panthers gewesen. Ich hab gedacht, du willst jetzt erstmal Nein, doch, das sind die Pink Panthers gewesen. Der scheiß Wagner war hundertprozentig kein Pink Panther. Weil die ständig mit dem unterwegs waren. Okay. Das waren Lachsnacken. Ja, ich kenne die Autos nicht. Ich weiß auch nicht, welche Farbe die Autos haben. Ja. Weil ich glaube, die Pink Panthers haben dieses Pink nicht da, oder? Das war doch so ja, ein Pink. Ja, die Lachsnacken haben genauso Pink auf den Autos. Das Problem ist halt, dass das deren Anwesen ist und ich kenne den Wagner. Mit denen ist meine Frau häufig rumgefahren. Na gut, keine Ahnung. So, und der hat halt die Schlüssel davon bekommen. So, und dieser pinke Wagner ist 100% von den Lachsnacken. Okay, und das ist jetzt Pink der Plan? Wieso fährst du jetzt wieder hier lang? Ja, weil wir nicht da die ganze Zeit vorbeifahren können, sondern wir müssen das Anwesen jetzt irgendwie beobachten. Dann von der anderen Seite. Gucken, ob wir vielleicht einen von denen catchen können. Ja, wäre auf jeden Fall nice, aber das Problem ist, die sind erstens zu zweit. Zweitens sind die in den Autos immer wahnsinnig schlecht zu kriegen, die fahren dann einfach los. Ja, deswegen warten wir darauf, dass einer mal irgendwie aussteigt, Alter. Ja. Falls jetzt gucken, ist halt Glück, ist halt immer so. Man muss observieren, man muss gucken. Geht nicht immer alles hoppla hopp. Ja, warte mal, ey, warte mal, wir sind doch jetzt über den hier, ne? Mal doch da durchlaufen, oder nicht? Seid ihr noch im Funk? Ja, hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Mach mal Dauersenden. Ja, Dito. Ding ist, das Anwesen ist ja noch weiter, oder nicht? Mhm, das vierte müsste es sein, warte. Wird besser von unten, nicht von oben. Wir sind noch nicht gar nicht in der Straße, Digga. Nein? Noch eine Reihe weiter. Oh, wir sind gar nicht in der Straße. Guck mal, das Auto noch runter, wir müssen noch eine Reihe runter. Ja. Ja. Oh, ich seh die. Ihr habt das perfekt im Blick, ja. Hey, Tommy, wie bist du hier hochgekommen? Stimmt, zwei sind auf dem Dach, ja. Ich komm hier nicht hoch, ey. Du musst jetzt echt vorsichtig sein, ne? Nicht da hinten rumlaufen jetzt großartig. Ja, wie komme ich denn hier hoch? Kannst du mir das mal sagen? So, aber da stehen zwei Personen auf dem Dach, eine Frau und ein Typ. Der hat eine kurze Hose an. Ey, die hauen ab. Der haut ab. Er geht ins Haus oder was? Er ist noch ist er bei der Garage. Bist du denn? Hinter dir auf dem scheiß Dach. Ja, sie fahren weg. Wozu siehst du dich? Ich sehe dich nicht. Sie sind auf jeden Fall eingestiegen. Die sind hier ausgestiegen, oder was? Sie fahren nicht weg, sie sind auf jeden Fall aus der Einfahrt rausgefahren. Ja, die stehen hier noch. Er hat einen Burrito geholt. Ich komme auf jeden Fall runter, vielleicht können wir den nachfahren. Warte mal. Wo will er hin? Ich habe jetzt keine Sicht mehr. Ey, er fährt mit dem verfickten Burrito weg. Ich habe keine Sicht mehr, ich komme mit dem Audi. Ey, er ist mit dem Burrito weggefahren, Alter. Das wäre jetzt die Chance gewesen, fuck. Liz, komm mal bitte hier ins Eck rein, bevor dich irgendjemand noch sieht. Soll ich euch abholen?
Mann, das wäre jetzt die Chance gewesen. Im Burrito kann man den easy wegballern. Ich schau mal, ob ich den nachfahren kann, Mann. Hast du gesehen, dieser mit dem Käfer drauf, dieser Burrito war das, der blaue Burrito ST2. Hm. Ich habe auch keine Ahnung, wo die hinfahren. Fahr mal Richtung Weinwood. Weinwood Garage. Hm. Als ob der um die Uhrzeit mit einem Burrito jetzt irgendwie arbeiten geht. Weinwood Garage ist nichts. Und wir warten jetzt mal noch ein bisschen. Wo soll denn um die Uhrzeit mit einem Burrito hin, jetzt ehrlich? Wir hätten einfach sofort den an die Seite rammen müssen und einfach... Und wir sind ja gerade erst auf dieses Dach gegangen und da habe ich ja gesagt, dass sie da oben drauf stehen und in dem Moment sind sie auch wieder runtergesprungen und weggefahren. Halt blöd. Ich fahre jetzt nochmal vorbei. Ja. Möchtest du das Haus offen? Wir warten jetzt mal noch kurz, oder? Die paar Minuten haben wir jetzt noch. Ja. So ist es halt, wenn man observiert. Ne, schon richtig, Mann. Ist halt nur ekelhaft, weil wir hatten alle so einen guten Blick drauf, ne? Ich sehe euch beide auf jeden Fall. Ich bin noch eine Straße weiter oben. Ey, komm, Phil, hol uns ab. Er hat nicht nur meine Frau auf dem Gewissen. Denkt daran, dass er auch mich auf dem Gewissen hätte, wenn Tommy nicht so heldenhaft mich gerettet hätte. Ich kann ja meinen Namen sagen. Warte, lass erstmal jetzt irgendwo hinfahren, ohne dass du mit dem Auto die ganze Zeit rumfährst. Fahr mal hier runter, Tiki Lalaba auf dem Parkplatz. Ja. Dann soll sie mal kurz tief durchatmen, dann machst du kurz das Auto aus, damit sie... Ja, oder hier, ja, ist egal. Ja. Damit sie mal die durchatmet. Dann gehst du jetzt nochmal kurz die Story in deinem Kopf durchlässt. Warum rufst du ihn an? Ne? Du willst wissen, ob er Medic ist, wie ist das? Was er so treibt, so. Wenn er jetzt aber nicht mehr Medic ist. Wenn er da sagt, wer bist du, soll ich sagen, ja, Liz, kennst du mich nicht mehr, kann ich das sagen? Ja, warum nicht? Sag einfach Liz. Ja, welche Liz? Ja, die Liz. Wir haben uns doch damals kennengelernt. So, ich glaube, du warst ein Medic, oder nicht? Kriegst du das hin? Ich hoffe's, ja. Was er jetzt sonst so macht und so, und wie sonst seine Abendplanung heute noch ist und so. Ja, war schön, nochmal gesprochen zu haben, wie es das, bla bla. Anrufnummer ist derzeit nicht verfügbar. Wow. Ja, aber vielleicht war es gerade ein anderer von Lachsnacken, dann ficken wir halt den jetzt, wenn er nochmal da ist. Aber wir können den morgen. Halt. Wir werden den auf jeden Fall packen, so oder so. Auf jeden Fall wird er noch gefickt. Ja. Wenn der ganzen Story auf den Grund gehen. Ey, mach doch ja. Go dann, Digga. Jo. Aussteigen oder wir schießen, kein Wort. Aussteigen oder wir schießen. Ey, ins Auto, der hat einen Platten, oder? Go, 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 go. Oh, Auto ist zu, Digga. Ey. Gefährlich, Mann. Ich hab einen Platten geschossen, oder? Nein. Der ist eh jetzt schon über alle Berge. Nein, fahr jetzt. Da ist er doch. Der hat einen Platten. Warte, ich kann ihn, darf ich drauf ballern ja, mit Pistol? Ja. Steig jetzt sofort aus, fahr rechts ran und steig aus. Ey, willst du hier sterben oder was? Ich kann es doch nicht. Ich kann es doch nicht. Mag ihn zu. Jetzt steig aus. Achtung! Baller ihn tot. Ihr seid so blöd. Bullen. Oh, Bullen. Ans Auto. Scheiße. Oh, scheiße. Rein. Nein, Tommy. Rein. Beeil dich, fahr. Dreh einmal im Kreis, fahr einmal im Kreis rechts rum, nochmal. Bullen überhaupt oh, hinter nein. Alter, ich hab auch einen Platten. Bullen hinter. Nein. Ich glaub, die sind nicht hinter uns her, ne? Doch. Fahr mal zu Weinwood Shop, schnell. Sind sie. Nein, die haben den anderen angehalten. Weinwood Shop, wir holen jetzt schnell ein Repair Kit, ich spring schnell rein. Nee, passt schon, ich hab keinen. Ich hab keinen Platten, alles gut. Ja, dann dreh nochmal um, Digga. Die Bullen sind, glaube ich, nicht hinter uns her. Doch. Nein! Doch, klar. Ist ja das? Nee, das ist ja nicht. Fahr weiter. Nee. Fahr da vorne, noch eins weiter. Dann fährst du links und dann nochmal rechts. Bullen waren, glaube ich, nicht hinter uns her. Ah, fahr weiter, geradeaus.
Pink und Zitriaden, Digga, die wollen uns kommen, Scheiße. Oh, fuck yeah, jetzt nein. Gas, Digga, Alter. Jetzt haben wir gesch... Oh. Verlinks irgendwo. Ey. Fahr nochmal links. Alter, Robin ruft mich an. Ja. Soll ich anrufen, oder was? Ja, ruf mal Robin an. Ich glaub, wir sind jetzt weg, Alter. Ja, fuck, Mann, der hat mich zweimal überfahren, der Bastard. Ruf mal Robin an, Liz. Ja, ich ruf an, ja. Hallo, Robin. Ich bin mit Phil im Auto. Ja, was ist denn? Alter. Ja, SQ7, ja. Egal, wir haben geballert. War gut. Wie war gut, Alter? Ist noch nicht zu Ende. Das Ding ist, jetzt mit dem Audi da nochmal hinfahren, ist Selbstmord eigentlich. Sollen wir einen anderen Wagen nehmen? Hast du noch einen Viertürer? Ja, ich hab noch einen Viertürer. Nicht das! Doch, besser ist gar nichts, komm. Das ist ein Mercedes, Alter! Ja, das ist eine Vakuumskarre. Okay. Lass mich nicht einstellen. G65 AMG und die sagt nicht das. Das ist die Presenter-Karre schlechthin. Kommen wir halt mit einer G-Klasse vorgefahren, Alter. Wie so russische Mafiosis. Ja, aber jetzt haben wir uns verschlechtert. Audi war geiler. Hier habe ich so ein... Ja. Schlechtes Gefühl. Warum? Der sind sicher noch bei den... Der ist sicher noch bei den Triaden unten, wetten? Ja, das ist ja nicht der Kalle, der ist ja weg. Aha, hier ist was los, Digga. Ja, siehst du? Da steht der! Da steht der! Der sicher? Ja. Drei sind da gestanden. Oh, da waren auch noch welche mit Pinkhemden. Wo? Haben die Akasasori jetzt auch pinken Hemden? Nee, das da erwartet keiner Pinkshemden. Oh, von Akasasori. Fahr nochmal vorbei und guck. Oh, allein. Oh, weiß ich nicht. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Können wir nicht da durch die über den Haufen fahren? Doch, das dürfen wir nicht, oder? Dürfen wir nicht. Oh, wieso nicht mit dem Auto überfahren? Also, da seht ihr ja, ne? Da können wir erstmal, oder? Warte mal, wie viele sind das? 3, 4? Hä? Einer kam erst mit einem Vision oder so an. Vielleicht sitzt er noch im Auto. Alter, das ist too much. Wir können auch bei dem sein Anwesen warten, weil da wollte er ja vorher auch hin. Das sind die sind zu dick. Ganz ehrlich, ich fühle mich dabei nicht wohl, jetzt einfach hinzusteppen. So auf den Sack. Ich will lieber was Saves machen. Wenn die. Das ist sehr kritisch gerade. Wir haben den da eigentlich schon. Vor dem ihre Base da weggeballert, Alter. Was machen wir jetzt? Was ist der Plan? Ja, ich glaube, das bringt jetzt nichts mehr. Ganz ehrlich. Fahr nochmal bei deren Anwesen vorbei. Boah, jetzt rennt er wieder rein. Das ist das Einzige so, was wir machen können. Jo, Robin, was geht? Werdet ihr immer noch verfolgt? Nö. Wo seid ihr jetzt? Bei deren Anwesen nochmal schauen. Wollt ihr da einen mitnehmen? Wir wollten. Wir hatten gerade auch einen. Das Problem war, der ist schnell eingestiegen und weggefahren. Wir haben dem dann Platten geschossen. Okay. Der ist aber trotzdem weggekommen und dann waren auf einmal Bullen da und... Mit wem seid ihr alle unterwegs? Liz, ich und Tommy. Achso, okay. Oh oh. Mal gucken, ich fahr jetzt auch mal eins weg. War ein Burrito da unten? Ja, mach das auf jeden Fall und gib Bescheid, ja. Hast abgebogen. Jo, ciao. Oder? Warte mal, komm. Ja, komm, Burrito, fahr ein bisschen zurück. Fahr ein bisschen zurück. Chill, ich mach jetzt nicht den Motor an, damit das Licht sieht. Oh, das sind die, Digga. Zugriff, oder? Nee, das ist der andere. Das sind andere. Hä, warum geht er aber trotzdem zu dem Haus? Gute Frage. Doch. Das sind die, glaube ich, oder? Kann gut sein, ja. Ey, kann sein, dass der durchgefunkt hat. Hat er mein Licht gesehen? Weiß ich nicht. Nee. Wetten, das sind die, also komm. Ja, das kann. Ja, komm. Eigentlich schon. Was sind eh die, Tommy? Zu zweit. Die sind nur zu zweit. Das würden wir hinkriegen. Was? Die steigen im Burrito. Die sind aus dem Haus raus auf jeden Fall. Ja, echt, nein! Oh Gott. Die sind auf jeden Fall da. Jo. Mhm. So, kein Wort. Hendo, ihr funkt nicht, ihr redet nicht. Maul halten. So, Handy und Funkgerät wegschmeißen. Oh, kann ich jetzt nicht gehen? Handy und Funkgerät wegschmeißen. Ja. Kein Wort jetzt. Ach Mann, ey. Halt die Fresse jetzt, kein einziges Wort mehr, sonst kriegst du eine Kugel. Beide. So, beides. Handy los. Und Funkgerät. So, du auch. Wenn ich dich durchsuche, hast du kein Handy und Funkgerät mehr, ja? Nein. Ich bin gerade gestorben, Mann. Ich bin Fahrlehrer. Ich bin gestorben gerade.
Hey, wir holen jetzt, jetzt, wir holen jetzt den mit dem Chili hier. Darf ich nur das Handy weglegen? Wir holen jetzt hier beides, den Gerät. Der mit dem Anzug, holen wir mit. Los. Oh, lol, geil, Leute. Mega cool. Ey, du hier mit dem Anzug, du steigst jetzt hier hinten ein. In den Geländewagen, hier hinten. Andere noch? Wer? Der mit dem Chili. Ja. Der mit dem Chili und mit dem Hemd. Mega coole Aktion. Haltet jetzt die Fresse, beide. Ey, wir holen nur den einen mit, kommt. So, steig ein. Du mit dem Anzug, ja, einsteigen. Steigen. Der ist Fahrlehrer, ne? So, Kollege. Hm? Komm mal raus. So, wir haben euch beobachtet, ne? Ja. Du warst ja auch gegenüber in dem Haus drin, ne? Was hast du mit den Jungs zu tun? Ich habe mit den Jungs gar nichts zu tun. Von den Jungs steht den ihr Auto bei mir am Haus. Warum bist du da bei denen zum Haus? Warst du drin, oder nicht? Ich war da nicht drin, ich habe geguckt, dass auf ist, das Haus. Ich habe auch einen Abschleppdienst gerufen, weil der scheiß pinke Dings bei mir in der Einfahrt steht. Also willst du mir jetzt erzählen, du hast mit dir nichts am Hut, oder was? Ja, wer natürlich bist du denn? Kimi Müller. Kennt man dich, oder was? Sollte man dich kennen? Ich bin Fahrlehrer, Mann. Fahrlehrer bist du, warte, du gibst mir jetzt erstmal deinen Personalausweis. Kimi, hör mal zu. Dann haben wir ja wohl den gleichen Feind, ne? Dann würde ich das mal abtun als Missverständnis hier. Ich kenne die Typen nicht mal. Ja? Ja, das sind so Wannabes, Lachsnacken nennen die sich. Die haben heute einen großen Fehler begangen. Die haben nämlich vor, ja, die haben jemanden hingerichtet. Der ist ausgeliefert und derjenige wurde hingerichtet. Und ja, das finden wir natürlich nicht so toll, ne? Nee, auf keinen Fall. Dann wollen wir es denen auf jeden Fall gleich tun. Aber ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich gesehen, dass wir ums Haus rumgelaufen sind. Nein, also wir haben nur gesehen, dass du da zu dem Eingang gegangen bist und wir haben gedacht, okay, mit dem Burrito, du lagerst irgendwas um, wie ist das? Und dann bist du zu dem anderen Haus gelaufen. Oh Mann, würde ich mich trotzdem mit zurückbenehmen? Das wäre mega nice, Mann. Ich mach auch so. Warte. Ja, klar, komm. Ah, oh, nice, danke. Okay. Ja, und dann lass auf jeden Fall den Scheißwagen hier abschleppen. Ja, Dings ist also der TOW ist unterwegs. Alles klar. Gibi, ne? Dann noch einen schönen Abend, ne? Auch so rein. Jo, tschüss, ciao. Scheiße. Ja, der ist auf jeden Fall bei Lachsnacken. Lass den holen. Da kommen noch ein, zwei Autos. Ich denke mir nur so, Alter, lass den einsacken einfach. Scheiß drauf, lass den einfach nur einsacken. Wo seid ihr aktuell? Der ist, das ist ein Lachsnacken. Der hat aber da der Park, angehalten. Aber da oben, das ist nicht. Das ist bei Triano oder wo? Da unten, ja, sind da auch welche. Ja, keinen Zugriff machen. Das ist eine, also, Akasasoris, Alter. Da steht einer. Ja, aber das ist eine Falle, hundertprozentig ist das eine Falle. Da sind so viele Leute am Kopf. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass die Pink Panthers aktuell irgendwie sich gerade equipped haben. Ja, Leute, lass das abbrechen, ja, ohne Scheiß. Das war's heute. Wir haben jetzt heute zwei oder dreimal versucht, die zu ficken, Alter. Das macht jetzt keinen Sinn, Alter. Die wissen ganz genau, dass wir jetzt auf die aus sind. Ja, aber die werden uns nicht sehen kommen die nächsten Tage.